Also Biker, fühlt euch gegrüßt. Ich habe hier erstmal mit mir zu tun. Alter, Junge, Junge, wie der erste Mensch. Aber hier, ey, ich habe ungelogen noch nie so viele Motorräder gesehen wie jetzt in den 5 Minuten, wo ich eine geraucht habe. Wahnsinn. Aber ich glaube, hier grüßt man aber nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn, du kommst aus dem Grüßen gar nicht raus. Irgendwie wollte ich auch mein Visier, was wollte, habe ich. Aber so richtig glücklich bin ich mit meinem Visier nicht. Da ist irgendwas dran, was mich unglücklich macht. Wahnsinn, oder? Leute, das hier ist doch der Wahnsinn. Alter, hier. Krass. Alter, Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen die Strecke kennenlernen. Ja, doch, interessante Kurven, Alter. Interessant. Ich war ja wie der erste Mensch, Junge. Naja, das ist wirklich eine kurvenreiche Strecke, Alter. Oh, eine Tussi, Alter, geil. Krass, sieht geil aus. Baby, ich liebe dich. Ja, es ist ja nicht, zum Glück nicht so weit weg von mir. Guck mal, wenn der Akku noch 50% hat, dann, na gut, ich habe auch, sagen wir mal, 20 Minuten später erst aufgenommen, aber sind wir locker hier in einer Stunde von mir easy gefahren. Wir sind ja auch easy gefahren. Oh, Alter, wenn zum Glück keiner hinter mir, Alter, die denkt, was ist mit dem, was stimmt mit dem nicht? Aber ich glaube, man grüßt hier nicht, oder? Auf der Strecke, in der Kurven und so, das macht man alles nicht. Also Biker, fühlt euch gegrüßt. Ich habe hier erstmal mit mir zu tun. Alter, Junge, Junge, wie der erste Mensch. Ich gehe ein. Ja, ja, aber ich bin ja noch übelster Anfänger. Also, was heißt eigentlich? Nicht nur eigentlich, sondern ich bin's. Das sollten jetzt keine halsbrecherischen Kurvenfahrten werden. Ich wollte einfach bloß mal zum Kiffhäuser. Mal wieder seit über 30 Jahren. Und hier hochgefahren bin ich ja schon. Ja, wie gesagt, mit meinen Eltern, da war ich vielleicht mit 10, also locker 42 Jahre. Ist es her, dass ich die Strecke hier mal gefahren bin. Also nicht selber, sondern nur auch mal mitgefahren. Ich sag mal, wenn du so ein paar Mal fährst und die Strecke hier kennst, dann kannst du auch besser die Kurven fahren und so. Aber das wird bei meinem Gedächtnis wohl Jahre dauern, bis ich hier die Strecke verinnerlicht habe. Okay. Auf sowas habe ich gar keinen Bock. Oh, jetzt hat es wieder im Ohr geknackt. Geile Klamotten. Aha. Oh, jetzt hat es im anderen Ohr geknackt. Alter Schwede. Wir machen hier Höhenmeter ohne Ende. Aber ungelogen. Noch nie so viele Bikes auf einen Haufen gesehen. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir unten ja so einen Kaffee gesehen. Da fahren wir jetzt hin. Da rauche ich eine, trinke ein Käffchen und dann fahre ich nochmal hoch und runter.
Wahnsinn, 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 Wahnsinn. So, jetzt muss ich ehrlich sagen, die Hände sind jetzt schon ein bisschen verkrampft. Naja, er hat Knieschleifer, die habe ich nicht. Aber ich kann ja auch die Knie so ein bisschen raushängen lassen. Er schleift ja auch nicht. Aber das bringt ja schon ein bisschen was, wenn du dein Gewicht verlagerst, so. Schön rund. Oh, erstmal meine Handgelenke auszuspielen. Wenn der hier um die Kurve kommt, Alter, und du hier gerade innen bist, das ist auch nicht gerade so ein Glücksgefühl wahrscheinlich. Jetzt war ich ein bisschen ruckig am Gas, das ist auch nicht gut in der Kurve. Da fahre ich jetzt hin. Wo haue ich mich hin? Ich hoffe, mir drückt die Karre ja nicht weg. Ne, sollte nicht passieren. Ey, Wahnsinn, ungelogen, noch nie so viele Bikes auf einem Haufen gesehen, Alter. Es ist der Hammer. Oh, oh, das ist sie doch, oder? Die große Blonde hier. Oh, Alter, ist die groß. Mal ein bisschen was an. Da sind schon crazy Typen unterwegs. Der nicht, aber okay. Aber ist schon geil. Vielleicht erkennt sich ja der ein oder andere wieder von euch, wenn er das Video sieht. Ah, das war eine H2, ja. Würde ich sagen. Verrückte Hunde. Ja, das Mikro ist, wackelt immer hin und her. Und der mit seiner Yamaha, der kam mir vorhin schon entgegen, glaube ich.
Naja, gut, nehmen wir überhaupt auf. Oh, das Mikro, was wackelt denn das hier jetzt so rum? Geile Bikes. So, fahren wir noch mal ein paar Mal hoch und runter. Macht schon Spaß, muss ich sagen. Wahnsinn. Also, es ist, war wirklich den Ausflug wert, muss ich sagen. Schöne Kneipe unten zum Sitzen. Viele Bikes. Geile Kurven. H2, wenn nicht sogar eine H2R, aber nee, ich glaube, es war nur eine H2, oder? Was heißt nur? Schon brachiales Teil. Umsetzen, rund, schön rund. Bubub, 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 bubub. Den habe ich im Rückspiegel nie gesehen. Es ist ein verrückter Kerl, Alter. Es ist ein verrückter Kerl.
das finde ich verrückt. Das finde ich schon ein bisschen verrückt. In der Kurve. Wenn da genauso ein Verrückter von vorne gekommen wäre, wäre es passiert. Der Wahnsinn, der helle Wahnsinn. So, ich würde dann noch einmal hochfahren, noch mal runterfahren und dann die Heimreise antreten. Abolda, da waren wir doch letztens. Alter, Wahnsinn. So, mal hier. Ja, dass die Tür offen ist, gefällt mir auch ganz gut. Das muss man schon ein paar Mal fahren.
ich merke das schon so, dass die Hände so ein bisschen verkrampft sind. Oh, oh, oh. Was war das? Geträumt, Matze. Weich und rund, weich und rund. Oh, die Hände verkrampfen schon ganz schön irgendwie. Ah, ich bin noch verkrampft, muss ich sagen. Gut, ich glaube, jetzt ist auch die Konzentration erstmal am Ende. Man ist ja auch keine 20 mehr. Ich werde unten noch eine rauchen auf dem Parkplatz und dann die Heimreise antreten. So, Hände ausruhen. Oh, bin ich fertig. Was sagt eigentlich die Uhr, wie spät? 14.38 Uhr, naja. Geile Maschine. Mikro, du musst hier in einer Ecke bleiben. So, mit den letzten Bildern hier vom, ja, sagen wir Rasthof, Parkplatz, war es das dann auch für uns. Aber es war nicht das letzte Mal. Gefällt mir gut.
kann man schön sitzen, essen, trinken. Hier komme ich noch mal her. Da steht doch schon was. So, Edersleben.